So, hallo und herzlich willkommen in meinem Livestream. Ich hoffe, euch geht es gut. Ja, es freut mich, dass ihr wieder mit am Start seid, dass ihr wieder mit dabei seid. Und heute werden wir ein bisschen über verschiedene Dinge ein bisschen miteinander quatschen. Wir haben aber auch ein wichtiges Hauptthema, wo wir über miteinander ein bisschen philosophieren können, uns darüber austauschen können. Aber ich wollte auch noch über verschiedene andere Sachen mit euch zusammen reden. Also würde ich mal an dieser Stelle einfach mal sagen, wir hauen das Intro rein und dann legen wir auch schon los. Okay? Gut. Also, Intro rein, ich raus und los geht's. Hallo und da bin ich wieder. XT-Dog schreibt hallo und herzlich willkommen zu dir. So, bevor wir loslegen, wie immer der altbekannte Tanz mit meinem Tablet. Aber gut, das ist irgendwie immer so, das Problem will nicht immer so, wie ich es gerne hätte. Wer kennt's? Ne? Aber wir lassen uns davon nicht unterkriegen. So. Ich probiere nochmal und dann lege ich, wenn es da nicht klappt, dann war es eben so. So. Na. Wie schaut's aus? Aha, scheint anscheinend nicht zu klappen. Anscheinend nicht. Aha. Ah ja. Ah ja. So. Gut. Aber was soll's. Gut, es freut mich sehr, dass ihr mit am Start seid. So viel sei mal gesagt. Bevor wir loslegen, erstmal, ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr habt einen guten Start in die Woche gehabt. Ihr hattet ein gutes Wochenende. Und ich wollte an dieser Stelle erstmal darauf hinweisen, seit Sonntag um 5 Uhr haben wir Mobbing vereint, nämlich auch auf Facebook. Die offizielle Facebook-Seite ist nämlich jetzt online. Sprich, wir hatten ja vorhin immer auf der Facebook-Seite oder auf Facebook hatten wir aktuell immer wieder nur eine Gruppe, wo wir interagieren konnten. Und jetzt ist auch die offizielle Facebook-Seite online, nämlich unter dem Namen Mobbing vereint. Leidensbericht eines Opfers schreibt Herzchen. Herzchen gehen zurück. So, also solltet ihr noch nicht die Facebook-Seite von uns abgecheckt haben, sage ich mal so. Ich probiere mal gerade, die gerade zu kopieren. So, und dann hier einzufügen. Moment. Klappt's? So, also da unter diesem Link kommt ihr auf unsere Facebook-Seite, klickt einfach auf den Link drauf, guckt vorbei, da werden nämlich auch Releases, Ankündigungen und so weiter auch natürlich präsentiert für euch, dass ihr nichts verpasst und dass ihr auch immer mit am Start seid. Punkt Numero uno. Punkt Numero due ist, wir haben ja einen riesengroßen Release geplant, sprich, ihr habt es ja auch mitbekommen, dass ein riesengroßer Release geplant ist, demnächst, und wir werden den, wie soll ich sagen, der Release war anders geplant, wir sollten den ja am 28.08. komplett releasen, also sprich von verschiedenen Sachen, und das wird ein bisschen vorgezogen, und das genaue Datum werde ich euch verkünden auf der Facebook-Seite oder bei mir auf Instagram. Also checkt es gerne mal ab. Wäre nicht schlecht, weil so seid ihr auch informiert, sobald irgendwas hochkommt oder wie auch immer.
So, ich hatte gestern, hatten wir die Facebook-Seite nämlich online gesetzt und da, wie soll ich sagen, das Echo und das Feedback war relativ cool, ging relativ schnell. Dann habe ich nämlich gestern Abend, es war so gegen 10 Uhr, habe ich nämlich noch einen Post gemacht und wo ich mit dem Post gesagt habe, sollten wir noch die 125 schaffen, sollten wir heute noch die 125 schaffen, dann würde ich ein Gewinnspiel raushauen. So. Für die 125 bis 0 Uhr 00 hat es halt nicht mehr gereicht, aber deshalb hatten wir die 120 Stück aber schon heute früh geknackt. Also habe ich mal ein bisschen so drüber nachgedacht. Man kann ja auch sagen, okay, gut, bis heute, die Homepage war ja noch keine, Facebook-Seite war ja noch keine 24 Stunden online. Da habe ich gesagt, okay, wisst ihr was, weil ihr so cool seid oder so cool interagiert habt oder so aktiv wart, habe ich mir einfach gedacht, okay, komm, hauen wir einfach mal ein Gewinnspiel trotz allem raus, weil, wie gesagt, die 120 haben wir erreicht. Wir haben sie zwar jetzt nicht bis 000 erreicht, aber wir haben sie erreicht innerhalb den ersten Tages. Und auch um euch ein gewisses Dankeschön zu geben, sage ich mal so, habe ich mir überlegt, wir hauen dann auch ein Gewinnspiel raus. Das Gewinnspiel werde ich morgen verkünden, werde ich morgen online setzen, nämlich auf der offiziellen Seite von Mobbing Vereint. Also schaut dringend mal vorbei und wie ihr bei dem Gewinnspiel mitmachen könnt, was ihr dafür machen müsst und so weiter und so fort, werde ich dann natürlich auch in die Beschreibung reinknallen auf der Seite. Also schaut auf jeden Fall mal da vorbei. Finde ich mal eine gute Sache, ne? Ich würde sagen, das ist eine sehr gute Sache. So. War das so ungefähr so viel? Keine Ahnung. Ich glaube, das war so ungefähr das, was ich euch so von den Ankündigungen machen wollte jetzt erstmal. Es können sein, dass jetzt noch ein paar spontane Dinger nebenbei reinfallen, aber das sind jetzt mal die wichtigen gewesen. So. Um was soll es heute gehen? Heute soll es um dieses Thema Bestrafung gehen. Bestrafung, wie bestraft man einen Täter oder was ist angebracht oder wie, was, wo. Wie komme ich zu diesem Thema nämlich auch dazu? Ich komme zu diesem Thema, weil wir im letzten Livestream hatten wir ja auch ein Gespräch über Gerechtigkeit, was ist richtig, was ist falsch und gibt das einem Freifahrtschein zu oder wie auch immer. Also wir probieren hier jetzt, wir wollen jetzt nicht unbedingt hier Politik machen mit dem Stream oder ich möchte jetzt auch keine Politik hier machen. Ich wollte einfach mich ein paar Gedanken mit euch austauschen, punkto Bestrafung. Was würde Sinn machen oder wie stehe ich zu der Sache, was denke ich zu dem Teil? Weil wir haben letztes Mal, wie gesagt, im letzten Stream haben wir über dieses Thema gesprochen von puncto Bestrafung und da ging es ja auch ziemlich hin und her und da haben wir auch verschiedene Ansichtsweisen, sage ich mal so. Und ich habe mir dann gesagt, okay, komm, machen wir mal einen Stream darüber mit Bestrafungen, weil es ist natürlich immer auch immer interessant, nämlich auch zu sehen, wie sehen manche Leute verschiedene Sachen oder wie sehen verschiedene Sachen Leute, wie nehmen Leute verschiedene Sachen auf. Und deshalb machen wir diesen Stream heute, nämlich über Bestrafung. So. Ihr seid irgendwie schreibfaul heute. Kann das sein? Ist jeder jetzt noch so in den Montagsmodus, so ersten Tag? Seid relativ easy. Schreibt mir mal Hallo, wenn jemand da drin lebt, bei euch lebt. So, gut, punkto Bestrafung. Leidensbericht eines Opfers schreibt, nee, hab dir zugehört. Das freut mich zu hören. Gut, punkto Bestrafung. Es ist ja so die Frage, es stellt sich ja die Frage, punkto Bestrafung. Es gibt ja verschiedene Ansatzpunkte, sage ich mal, bei Bestrafung. Es gibt nämlich den Punkt von Gerechtigkeit, es gibt den Punkt von Gerechtigkeit. Fangen wir einfach mal bei Gerechtigkeit an.
Gerechtigkeit, was ist Gerechtigkeit? Sollte man sagen, Auge um Auge, Zahn um Zahn? Soll man sagen, okay, es soll eine Bestrafung sein, wo die Leute was draus lernen? Soll es einfach nur Bestrafung sein oder wie auch immer? Da kommt ja schon mal die erste Frage. Man muss sich ja immer die, verschiedene Leute sagen ja auch immer, ja gut, Bestrafung heißt so viel wie das, was du mir angetan hast, sollst du zurückbekommen. Na? Ich bin da ein bisschen zweigeteilt, weil ich bin da zweigeteilt in der Hinsicht, ich sage mir einmal, ich kann Leute verstehen, ich kann Leute nachvollziehen, ich selbst bin in verschiedenen Situationen noch nicht gewesen, also kann ich das ja auch nicht so fühlen eventuell. Ich sage aber immer, gelegentlich sage ich immer, man muss überlegen, nämlich wenn man, wie Nietzsche immer schon gesagt hat, wenn man das Monster zerstören will, muss man aufpassen, nicht selbst zum Monster zu werden. Weil ich mir auch sage, wenn du ein guter Mensch bist und dem Gerechtigkeit probierst, Genüge zu tun oder Rache eventuell sogar auszuüben, muss man sich ja die Frage stellen, tut man da noch Gerechtigkeit oder ist man da selbst schon wieder in einer gewissen Täterrolle? Na, das ist so eine Überlegung, die ich in den Raum schmeißen möchte. Und ich sage immer, jeder soll seine Bestrafung bekommen. Das ist sehr wichtig. Ich bin dafür, dass jeder seine Bestrafung bekommt. Ich sage aber gelegentlich, dieses Auge um Auge, Zahn um Zahn muss man immer wieder so abwiegen, nämlich zu sagen, wenn wir das genau so pro ansetzen würden, würden wir dann nicht eventuell selbst zum Täter werden, indem wir, um das Monster zu bekämpfen, selbst zu einem Monster werden. Wie seht ihr das? Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das ansieht, wie man eures Verachtens bestrafen sollte. Weil, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist natürlich, dann gibt es ja dieses das Straftaten punkto Jugendstrafmaßnahmen und so weiter und so fort. Ich muss mir da muss ich ganz klar sagen, ist jemand, der mit 17 Jahren zum Beispiel eine Straftat ausübt, aus vollstem Wissen, mit Boshaftigkeit, mit 17, soll man den immer noch nach Jugendstrafrecht verfolgen? Oder sollte man da sagen, okay, ey, diese Person ist 17, die wusste, was er gemacht hat, die hat es mit Absicht gemacht, das heißt, das ist vorsätzlich gewesen, was er gemacht hat oder er gemacht hat. Da stelle ich mir die Frage, ist das wirklich noch Jugendstrafrecht oder sollte man da schon in eine andere Richtung gehen? Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, und da kam ja ein bisschen diese Polemik auf im letzten Stream, nämlich wenn Leute zum Beispiel die Täter Reue zeigen. Wenn erstens mal Leute Reue zeigen und nochmal, um das zu erklären, wenn Leute Reue zeigen und erklären, wieso sie zum Beispiel zu verschiedenen Handlungen gekommen sind oder gemacht haben, heißt das nicht, dass das entschuldigt, was diese Personen gemacht haben. Es führt nur dazu bei, um zu sagen, okay, erstmal, die Person hat mitbekommen, dass sie was gemacht hat, was falsch war, steht dazu und wird jetzt, wie soll ich sagen, nimmt halt die Konsequenzen jetzt in Kauf. Und wenn ich sage Konsequenzen, heißt das ganz klar auch Bestrafung. Das heißt, diese Person stellt sich auch der Bestrafung oder den Folgen, die anstehen, aufgrund von dem, was sie falsch gemacht haben oder nicht richtig gemacht haben. Und da ist so ein bisschen der Punkt, wo im letzten Stream ein bisschen hin und her geschoben worden ist, weil man dann sich ausgetauscht hat, wo man gesagt hat, ja gut, die einen, die probieren sich rauszureden, indem sie was erklären, andere sagen, ja gut, es wurde auch gesagt, der einmal Täter, immer Täter, so in die Richtung. Und wo ich mir sage, gut, ich kann jede einzelne Herangehensweise nachvollziehen, sprich, aber ich sage, da ich sie nachvollziehen kann, heißt nicht, dass ich jede zu eins selbst auch so fühle
und sage, okay, ich stehe zu 100% zu dem, was da gesagt worden ist. Und da ist immer so dieses Problem leben und leben lassen, weil ich mir immer sage, okay, gut, man muss ganz klar sagen, okay, ich verstehe deine Reaktion, ich verstehe, wieso du so gehandelt hast, aber man muss aber trotzdem dazu sagen, ey, ich verstehe es, aber du darfst nicht vergessen, hast einen Fehler gemacht, ne? Und dafür musst du jetzt gerade stehen. Na, also finde ich, an dieser Stelle muss man immer die zwei Seiten der Münze sehen und man muss auch vielleicht auch sich hinsetzen und wenn der andere sich entschuldigen möchte, muss man ihm die Chance auch dazu geben, wenn man es will. Es gibt auch Leute, die sagen, nee, kein Bock, ich lebe genauso gut, wenn ich keine Entschuldigung bekomme, ich will gar nichts mehr davon zu tun haben. Finde ich auch, kann ich auch nachvollziehen, kann ich auch verstehen, was das anbelangt. Dann sage ich mir, okay, gut, aber dann darf man nachher nicht sagen, okay, ich möchte das wieso wissen oder wieso hast du das gemacht. Nein, man muss immer, versteht ihr, was ich meine? Man muss immer die eine Richtung genauso wie die andere Richtung muss man gehen können. Man muss das auch, wie soll ich sagen? Man muss, wenn man sagt, okay, ich möchte nichts mehr damit zu tun haben, dann muss man dann auch sagen, okay, ich höre mir deine Entschuldigung nicht mehr an, ich höre mir deine Erklärung nicht mehr an, ich brauche das nicht, ich will das nicht. Dann kann man nachher aber sich nicht selbst sagen, ich würde gerne, ich habe nie ein Wieso bekommen. Nein, das darf man dann auch nicht sagen. Dann muss man auch sagen, muss man auch trennen. Aber ich kann auch die Leute verstehen, die einfach klipp und klar sagen einfach, ich habe keinen Bock mehr darauf, ich will das nicht mehr, ich will davon nichts mitbekommen, ich will das nicht hören oder ich will auch vielleicht eventuell mit der Situation absolut nicht mehr konfrontiert sein. Das kann natürlich auch sein und das verstehe ich auch. Leute, die sehr viel miterlebt haben, die einfach sagen, okay, ich habe so viel miterlebt, ich habe keinen Bock mehr auf eine Aussprache oder diese Aussprache würde mir nichts bringen. Verstehst du, was ich meine? Das würde ich dann auch im Nachhinein sagen, okay, kann ich auch verstehen. Weil manchmal hat man einfach auch, sagen wir, hey, weißt du was, ich fange an, mein Leben in den Griff zu bekommen und ich habe keinen Bedarf, mich mit dir auszusprechen. Ich habe keinen Bedarf dafür, deine Motivation zu hören oder deine Entschuldigung zu hören. Na? Kann ich nachvollziehen. Ich bin einer, der sagt, okay, gut, ich höre mir an, was du zu sagen hast. Das bin ich. Natürlich war ich noch nie in so einer Situation oder in verschiedenen Situationen, wie hier in meinen Streams schon geschildert worden sind, aber ich bin so einer, die sagen mir, ich höre mir, wenn die Leute gewollt sind, höre ich mir an, was sie zu sagen haben. Heißt nicht, dass ich das dann gutheiße, dass ich dann sage, ich kann sagen, okay, im Nachhinein, ich kann nachvollziehen, wie du vielleicht verschiedene Sachen gemacht hast. Heißt nicht, dass ich das entschuldige, was du machst. Weil das ist immer so, die meisten meinen immer, okay, wenn ich dir zuhöre, heißt das so, ich entschuldige und hier. Nein. Man muss immer sagen, okay, einem zuzuhören, einem die Chance zu geben, sich auszutauschen oder einem die Meinung zu sagen, heißt nicht, dass man auch die Entschuldigung annehmen muss oder dass man sagt, okay, ich sei dir jetzt alles verziehen. Nein. Da sage ich auch ganz klar, ich gebe jedem die Chance, mir was zu sagen, aber ob ich es dann annehme, das sehe ich dann. Versteht ihr? Das heißt nicht, weil ich jemanden dann zuhöre, heißt das ja nicht im Umkehrschluss, okay, das ist gut, ich glaube dir, was du sagst oder ich kann es verstehen, ich kann es nachvollziehen, heißt aber im Nachhinein nicht, okay, es sei dir verziehen komplett. Und da machen manche manchmal so, wie würde ich sagen, vermischen dieses und deshalb denke ich, entstehen manchmal so diese Diskussionen, diese Reibereien, weil die einen Leute sagen, ja, wenn du dich jetzt, die sagen, wenn du A sagst, hast du automatisch A, B, C, D, D, E, F, G gesagt. Aber vielleicht heißt es ja nur, okay, ich höre mir es an, ich kann eventuell nachvollziehen, aber gut, wir haben uns ausgetauscht, Punkt, fertig, aus. Na? Leidensbericht eines Opfers schreibt, ich lebe immer, kennst mich doch. Ah, okay, zu dem, ich dachte jetzt gerade, ich lebe doch jetzt zu dem Thema, so was, wie, wo? Gut, okay. Leidensbericht eines Opfers lebt noch, das freut uns sehr.
Aber, so, jetzt kommt noch die andere Sache mit Bestrafung. Ich finde, man muss Mobbing bestrafen und ich finde, das ist meine Meinung, ich finde, man muss Mobbing härter bestrafen, okay? Und zumal die Folgebestrafungen, sprich, wenn man es nicht nur einmal tut, wenn man es ein paar Mal tut, finde ich persönlich ist sehr wichtig, dass die Folgebestrafungen schwerer ausfallen, weil das ist das Problem. Weil das Problem ist, es reicht ja nicht zu sagen, so, ich bestrafe dich, wenn du jetzt jemanden mobbst. Ich weiß jetzt nicht, keine Ahnung, irgendeine Strafe und dann irgendwann macht diese Person es nochmal und nochmal und die Strafe passt sich nicht an. Nein, das finde ich nicht gut. Ich finde, die Strafe muss sich nämlich auch anpassen zu dem, weil wenn man, dann ist man ja nicht mehr Ersttäter, dann ist man ja Folgetäter und dann hat man ja nichts gelernt. Eine erste Strafe soll einem ja dazu verhelfen, zu sehen, was man falsch gemacht hat, um es besser zu machen. Aber wenn er den oder die Fehler nochmal machen, hat die erste Bestrafung ja nicht gegriffen, weil sie haben ja nicht verstanden, dass das nicht gut war oder er es nicht gut war, was er gemacht hat oder sie gemacht hat und hat nichts daraus gelernt. Also dieser Lernprozess hat sich ja nicht ergeben. Also muss man auch Folgebestrafungen auch schwerer ahnden, meiner Meinung nach. Na, und meiner Meinung nach finde ich auch, dass man im Generellen Bestrafung, zumal was das Jugendstrafrecht angeht, ein bisschen mehr anpassen müsste, gegebenenfalls, was verschiedene Straftaten anbelangt. Weil ich finde auch, okay, gut, dass es ein Jugendlicher ist, dass man mit denen anders umgeht als mit einem Erwachsenen, okay, kann ich irgendwo nachvollziehen, aber man darf nicht vergessen, ein Jugendlicher am gewissen Alter, heutzutage, kann man ja darüber streiten, ob der für sich vielleicht verschiedene Sachen schon bewusst ist. Und wenn das zum Beispiel eine Person ist mit 17, ob man dann immer noch sagt, okay, es ist ja noch immer 17, okay, Jugendstrafrecht, punktfertig, aus. Nein, da müsste man trotzdem dann analysieren, finde ich, und sagen, okay, wie alt ist die Person, 17, okay, hat die vielleicht vorsätzlich diese Taten gemacht und wie sieht die Beweislage aus, um dann vielleicht anders zu handeln, finde ich, oder härter zu handeln, meiner Meinung nach. Leidensbericht eines Opfers schreibt, so ein richtiger Montag, irgendwie alle so ruhig, ja, genau. Keine Ahnung, es ist irgendwie so total tote Hose hier im Stream. Alles easy. Aber könnt euch den Stream ja auch im Nachhinein nochmal angucken und dann eure Gedankengänge vielleicht in die Kommentarleiste reinschreiben oder nicht. Es ist ganz euch überlassen. Aber das ist so der Punkt, wo ich immer sage, ich finde, dass jemand was lernt, muss man immer gucken, wie groß, wie schlimm, wie krass waren die Straftaten, die gemacht worden sind. Und ich finde, dass man da auch wenn es ein Jugendlicher ist, darf man nicht so komplett zimperlich umgehen, weil man muss ja jetzt mal ehrlich sagen, viele Jugendliche sind jetzt schon ein bisschen härter im Nehmen und die schockt man nicht und die lernen nichts mehr, wenn man einfach nur sagt, du. Naja, also da muss man dann mal überlegen, es ist jetzt nicht an mir, was festzulegen, es ist nicht an euch zu sagen, so, das ist richtig, das ist falsch, das ist notwendig, das ist nicht, aber wir können uns ja zusammensetzen und darüber nachdenken und sagen, okay, das, was momentan aktuell ist, das reicht nicht aus oder das ist nicht genügend, da müsste man vielleicht ein bisschen umdenken, um zu sagen, okay, wenn jemand einen zu Selbstverletzungen bringt oder gar Schlimmeres, dass man dann einfach sagt, jo, gut, Jugendlicher oder wie auch immer. Nee, das reicht nicht aus. Das reicht meines Erachtens nicht aus, weil diese Personen haben nicht nur jemanden das Leben zur Hölle gemacht, die haben sogar einem das Leben genommen oder geklaut oder einem das Leben verwehrt. Und da einfach nur zu sagen, okay, gut, diese Person ist 17 Jahre alt und Jugendstrafrecht, gut, eventuell zu sagen, ja, die Person wusste nicht, um was es ging oder keine Ahnung, finde ich dann an dieser Stelle ein bisschen lasch.
Meine Meinung. Aber da muss man, da soll ja immer, muss ja immer jeder für sich entscheiden können, okay, was, was, wo, wie. Aber meines Erachtens nach, finde ich, sollten die Strafen den Straftaten angepasst werden und man sollte die Folgestrafen, also die, wenn man es nicht nur einmal macht, wenn man es mehrfach macht, die müssten definitiv, definitiv viel härter geahndet werden, viel härter bestraft werden als, als aktuell geahndet werden. Also da finde ich ganz ehrlich, da werden, da ist das Strafmaß einfach, wie soll ich sagen, das Strafmaß heutzutage viel zu kulant und da frage ich mich nämlich, wenn man das Strafmaß viel zu kulant macht, lernen die Leute noch was daraus? Lernen die Jugendlichen noch was davon? Ich weiß es nicht. Was meint ihr? Meint ihr, die Jugendlichen lernen noch was, indem sie heutzutage noch so einen kleinen Klapser auf die Finger bekommen? Denkt ihr, das würde heutzutage einem Jugendlichen ausreichen, um was zu lernen? Schreibt es mir jetzt mal bitte in die Kommentare. Ich weiß, es ist ein Montag, aber bitte schreibt mir mal das in die Kommentare, wie ihr dazu steht. Denkt ihr wirklich, dass die Jugendlichen heutzutage was lernen, indem man die nur ganz bisschen bestraft, ganz einfach. Nadja P. schreibt, ja, sie lernen, dass ihnen nichts passiert. Ganz genau, das ist mein Punkt. Genau das ist mein Punkt. Weil für mich ist es, und das ist dieses gefährlich an der Sache, nämlich mit dem Bestrafen, man muss immer sagen, okay, das ist ein Jugendlicher, darf man nicht zu stark bestrafen und so. Okay, gut, okay, kann ich ja dann verstehen, aber ich muss mir dann aber auch bewusst sein, nämlich zu sagen, wenn ich die Leute nicht mehr bestrafe, weil es ja ein Jugendlicher ist, gebe ich dem Jugendlichen ja die Message mit, ey, egal was du machst, kommst immer durch. Kriegst einen kleinen Klaps auf die Finger, dann war's. Und die Bestrafung oder der Sinn und Zweck einer Bestrafung ist ja, du hast was falsch gemacht, du bekommst was, was unangenehm ist, um zu lernen, dass du es nicht nochmal machst. Aber heutzutage mit diesen scheiß Bestimmungen und hier und da und diesen viel zu laschen Bestrafungen geben wir ja den Leuten nur mit auf den Weg. Du hast was Schlimmes gemacht, du. Und das war's. Da war nicht dieses, okay, du musst lernen, dass das nicht gut war und deshalb bekommst du dieses Unangenehme, um zu lernen, dass du das nicht machen sollst. Na? Aber heutzutage sagen wir einfach nur, du hast was Unrechtes gemacht, das ist nicht gut und ja, das war's. Und die Jugendlichen heutzutage sagen sich ja dann, jo, echt? Okay. Cool, das heißt ja eigentlich nur so dieses, man kann machen, was man will. Und da muss man dann ehrlich sagen, ich verstehe die Polemik, dass man wirklich sagt, okay, Jugendliche bestrafen, na, wie, wo, was. Kann ich verstehen, aber andererseits, das ist die Message, die wir gerade besprochen haben, das ist die Message, die wir den Jugendlichen mit auf den Weg gehen. Und was lernen die Jugendlichen dann daraus? Nix. Die lernen weder noch, dass das, was sie gemacht haben, gut ist oder schlecht ist. Die lernen weder noch, dass das falsch ist, was sie machen oder dass das sehr schlimme Folgen hat. Die lernen nur, ich mache was, ich bekomme einen bösen Finger gezeigt und kann dann weitermachen. Mir passiert ja eigentlich nichts. Nadja P. schreibt, zurzeit greift nur Drohung und Beschimpfung und das in, ist mit Erwachsenenstrafrecht schon Peanuts. Das Ding ist Beschimpfungen. Ich sag mal, Drohungen und Beschimpfungen. Das Problem ist, ihr müsst euch vorstellen, da bekommt jemand zum Beispiel gesagt, ich bring dich zum Selbstzerstümmelung oder ich bring dich zum Selbstverletzung, ist nachgewiesen und man sagt, okay, nee, die Person ist da 16. Oh. Man könnte zwar sogar nachweisen, dass diese Person wusste, was sie macht und wie sie es macht das und so weiter, aber man sagt, die Person ist 16, ist nicht gut.
Hallo? Das heißt, erstens mal diese Person, man sagt ja nicht, dass es gut ist, was man macht, aber man sagt ja auch im Umkehrschluss einen nicht, dass es schlecht ist. Überlegt mal, man verfehlt ja komplett dieses Maße an einem dass jemand bestraft wird, um was zu lernen. Man verfehlt, heutzutage verfehlen wir ja komplett diese Message. Also dann wäre es mir, dann können wir heutzutage ja noch fast, könnten wir ja fast noch sagen, ey, weißt du was, du machst Scheiße, dann mach Scheiße und verschwinde. Das ist genau das Gleiche. Da würde aber keiner sagen, ja, das finde ich gut. Nee, dann würden sie sagen, hey, die Leute müssen bestraft werden. Ja, aber mit was? Die Jugendlichen werden ja heutzutage fast nicht mehr bestraft. Also eigentlich könnte man sich diese ganze Polemik sparen und sagen, ja, wir machen hier Untersuchungen und so. Man könnte ja eigentlich auch einfach sagen, den Opfern, ihr habt keine Chance, wir scheißen auf eure Meinung, wir scheißen auf eure Erfahrungen und ja gut, lasst die gehen. Hallo? Und da verfehlen wir doch irgendwo komplett diese Message, du machst was falsch, wir haben dich erwischt, wir zeigen dir, dass das falsch war, was du gemacht hast, und wirst daraufhin bestraft, um daraus zu lernen, es nicht nochmal zu machen. Aber wenn das ein Witz ist, was da abläuft, dann sagen die Leute sich, oh, ich kann machen, was ich will, ich bin eh der coole Macker, mir passiert eh nichts. Oder die coole Tusel, keine Ahnung. Mir passiert nichts. Dann wäre es vielleicht noch einfacher zu sagen, gut, anstatt sich hinter irgendeiner Alibi-Bestrafung zu verstecken, könnte man dann einfach nur sagen, weißt du was, komm, lass laufen, ist okay. Das wäre wenigstens, meines Erachtens wäre das ehrlicher. Meines Erachtens. Kann im 99 schreibt, im Selinsval war es eine Wiederholungstäterin, die bereits alle wieder Integrationsprogramme durch hatte, betreutes Wohnen, Psychiatrie etc. Ja, gut, das mit dem Selins Fall, dass da sehr vieles, sprich fast alles, was das Strafmaße angeht, falsch ging, darum brauchen wir nicht zu sprechen. Ich denke an dieser Stelle, dass sich da verschiedene Leute ihren Job nicht richtig gemacht haben. Tut mir leid, ist so. Das braucht man hier nicht zu reden. Aber ich kann gerne mal einen Stream machen, was das anbelangt, zu diesem Thema, wenn ihr wollt. Wir können ja mal zum Beispiel den Fall Celine zum Beispiel auch ein bisschen genauer mal darüber reden, weil Celine ist ja ein großer Bestandteil von unserer Bewegung. Und da können wir auch ganz gerne mal einen Stream über Celine machen, wenn ihr möchtet, wenn es euch interessiert, schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr darauf Bock hättet. So, Leidensbericht eines Opfers schreibt, traurig, dass bei jeder, der klaut, härtere Gesetze und Strafen herrschen als bei solchen Situationen. Genau, das ist das, wo man letztes Mal auch noch darüber geredet. Wir hatten schon mal in einem Stream darüber geredet, dass zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel in ein Geschäft gehe und ich klaue was, werde ich härter bestraft, oder wenn ich jetzt einen Film oder eine Musik downloade illegal, werde ich härter bestraft, als würde ich jemanden zum Beispiel so mobben, dass der psychische Schäden davonträgt, sich eventuell selbst verletzt. Da kriege ich nur gesagt, ey, ja, das war jetzt nicht gut, was du gemacht hast. Ist jetzt ein bisschen überspitzt, aber im Umkehrschluss ist es nichts anderes, was den Tätern da gesagt wird. Na, muss man ganz klar sagen. Und da hat die Leidensbericht eines Opfers sehr recht, weil ich finde, dass wenn ich härter bestraft werde, weil ich jetzt einen Film piratiere oder also kopiere oder Musik kopiere, illegal runterlade und deshalb eine härtere Strafe bekomme, als wenn ich jemanden dazu bringe, sich selbst zu verletzen und Schlimmeres, dann läuft irgendwas falsch. Ganz klar. Also tut mir leid, da läuft irgendwas falsch. Nadja P. schreibt, und sie macht jetzt noch weiter. Neuestes Zitat: Ich reiß dir deine Pussy auf, ich finde dich, du bist erledigt. Ja, dieses
Dieses Zitat, also dieses, das richtete sich, was die Nadja P. jetzt reingeschrieben hat, dieses Zitat richtete sich gegen eine Freundin von der lieben Celine. Und das hat sie auch öffentlich gestellt. Und dieses Zitat kursiert auch im Netz. Das heißt, es ist öffentlich zugänglich für jeden gewesen und ist jetzt auch auffindbar auf dem Internet. Und das reicht anscheinend in Spreitenbach der Polizei nicht, um eine Strafanzeige aufzunehmen. Hallo Logik, hallo. Also so viel zum Thema Gerechtigkeit, muss man mal ganz klar sagen, wo was, das verstehe ich gerade jetzt nicht. Na? Also dieser Satz, den ich euch vorgelesen habe, den ihr jetzt lesen könnt, ist im Internet zu finden von dieser Person. Es ging auch durch die Medien und so weiter und so fort. Und dieses Zitat, diese Ankündigung an ein anderes Mädchen reicht nicht für eine Strafanzeige. Das ist ein Video. Was braucht ihr noch? Und man darf nicht vergessen, das ist eine Wiederholungstäterin, die ist aktuell volljährig. Was braucht ihr noch, um da Schlüsse zu ziehen? Was läuft denn gerade momentan aktuell sowas von verkehrt? Verstehe ich irgendwo nicht. Stell dir manchmal. Leins bricht an das Opfer, schreibt, traurig, dass dieses Mädchen keine Grenzen aufgesetzt bekommt. Wie viele Leben möchte sie noch zerstören? Da bekomme ich das Kotzen, wenn ich sowas höre. Muss mich gerade beherrschen, keine Äußerung zu tätigen, die nicht mehr als ein Schimpfwort beinhaltet. Ihr wisst, wir haben eine relativ coole, offene Umgehensform, sage ich mal so. Aber das Ding ist, ihr müsst euch das mal vorstellen. Wie gesagt, ich denke, wir machen mal ein Video über oder ein Stream über Celine. Kommt noch ein Video von meiner Seite aus, was das anbelangt. Aber dafür gibt es ja die Facebook-Seite. Seid gespannt, was da noch kommt. Aber wir können gerne mal so über den Fall irgendwann miteinander ein bisschen besser sprechen, um vielleicht in ein paar Details zu gehen, über uns über verschiedene Sachen ein bisschen austauschen, um vielleicht auch paar Sachen mal miteinander zu bereden, wie ihr verschiedene Sachen sagt oder denkt. Also ich will jetzt hiermit keinen Aufruf zum Hate oder zur Hetze machen. Ich werde dann in diesem Stream nämlich auch ganz, ganz sachlich, ich werde dann dementsprechend auch Fakten vorgeben, die sowieso öffentlich zu finden sind, was das anbelangt. Mit vielleicht ein paar Insights, aber ich werde, wie gesagt, ich habe noch nie Namen geleakt, das werde ich an dieser Stelle auch nicht machen, aber dass wir uns ganz klar mal miteinander austauschen können über dieses Thema, weil, wie gesagt, das ist ein Thema, was mir sehr, sehr nah liegt, was das anbelangt und was uns natürlich auch sehr verbindet und uns auch begleitet, ne? Also weil Celine begleitet uns dieses Jahr, nächstes Jahr, das Jahr drauf, also an dieser Stelle können wir das gerne machen. Also machen wir mal einen Stream über die liebe Celine, dass ihr auch mal versteht vielleicht, um was es vielleicht manche, die diese Thematik nicht genau verstanden haben oder um was es genau da ging, können wir gerne mal einen Stream darüber machen und uns darüber unterhalten. Aber egal, wie wir es nehmen, in diesem Falle hat das Strafmaße von da komplett versagt. Muss man sagen, was ist? An ganzer Linie sage ich hier, da hat das Strafgesetz komplett versagt. Hin oder her, ob es jetzt eine Jugendstraftäterin war, ob sie alleine war oder nicht, darüber reden wir in einem anderen Stream. Aber da hat das Strafrecht komplett versagt. Muss man sagen, was ist. Und das finde ich schade. Ich finde das schade, weil in einer gewissen Hinsicht war das ja der Vorreiter, der so groß wurde, der so schlimm endete. Und das wäre ja der Moment gewesen, wo die Politik ein Zeichen setzen hätte können, um zu sagen, ey,
passt mal auf, da ist was passiert und das unterstützen wir nicht und da werden wir ganz schlimm ahnden, um den Leuten zu zeigen, passt auf, macht sowas nicht. Aber im Gegenteil, da haben sie gesagt, die haben sich so rausgeredet und so drum gewunden irgendwie, um zu sagen, oh ja, es war jetzt unerwartet und der Gerechtigkeit wurde Genüge getan, aber was genau, ist ja eigentlich ein Witz, aber darüber reden wir dann in unserem Stream. Aber anstatt da ein Zeichen zu setzen, um zu sagen, ey, das, was da passiert ist, es war jetzt, hat uns ein bisschen überrumpelt, wir waren uns nicht bewusst, dass das so schlimm werden kann oder wie auch immer, und dann ein Exempel statuieren und zu sagen, so, das wird nicht geduldet bei uns, um natürlich auch abzuschrecken für weitere Täter oder weitere Straftaten. Nein, das wurde dann halt so irgendwie so relativ relativ amateurhaft gestrafhandelt, sage ich mal so, dass es halt undurchsichtig für die Öffentlichkeit ist, die dahinter stehen, und die sehen, was genau passiert ist, die sagen, das ist ein Witz und das ist ein Schlag in die Fresse für jede Beteiligten, was das anbelangt. Und da muss man ganz klar sagen, die Message, die an wegen der Celine oder von Celine nach außen geht, was von puncto Bestrafung, von puncto Positionierung von der Polizei ausgeht, ist mehr als nur dürftig und hat einen sehr großen Bedarf und Nachholbedarf, was das anbelangt. Aber wie gesagt, machen wir mal einen Stream über die liebe Celine, was das anbelangt, wie gesagt, demnächst. Leidensbericht an das Opfer schreibt, der kleine Engel war ein tolles und bildhübsches Mädchen mit ganz tollen Eltern und ich hoffe, dass es ihr gut geht und stolz auf ihre tollen Eltern ist. So viel Einsatz zeigen. Ja, was das anbelangt, kann ich der Aussage nur zustimmen und einfach nur sagen, ja, da hat die Leidensbericht eines Opfers recht. Den unermüdlichen Kampf für Gerechtigkeit. Ich muss an dieser Stelle sagen, die kämpfen und kämpfen und kämpfen und meines Erachtens haben sie keine Gerechtigkeit vom Gericht und von der Politik erhalten. Das ist meine Meinung. Das ist meine Meinung. Wie weit hätte man da eine Bestrafung machen müssen? Was hätte man genau machen müssen? Darüber können wir nächstes Mal im nächsten Stream vielleicht darüber reden. Aber zum jetzigen Zeitpunkt und ich denke an dieser Stelle wurde der Situation nicht gerecht oder Genüge getan, was das anbelangt, und das finde ich, wie gesagt, nochmal sehr, sehr schade, weil selbst da sagt ja die Politik, wir waren nicht vorbereitet, es war unser erster Fall, es war der erste so große Fall, finde ich, haben die ja da komplett die Chance verspielt, nämlich ein Zeichen zu setzen und zu sagen, so, pass mal auf, alles, was solche Sachen sind, ahnden wir sehr schlimm, sehr schwer, und das dulden wir nicht. Wäre ja einfach. Aber man hat sich für die andere Seite entschieden, und da muss man sich wirklich die Frage stellen, welche Message schickt der Staat da raus? Nämlich, dass man machen und tun und lassen kann, was man möchte. Versteht ihr, was ich meine? Und das ist das Gefährliche. Man gibt denen, ich will nicht sagen Recht, aber man gibt denen auch nicht Unrecht. Man sagt einfach, das ist so eine Grau, man benutzt das als eine gewisse Grauzone und man sagt, okay. Genau das. Und das ist das Problem, wo ich mir dann sage, okay, das ist nicht richtig. Leidensbericht an das Opfer schreibt, nicht dafür, liebe Nadja, meinen großen Respekt an euch, dass ihr nicht aufgebt. Es bringt euch euren Engel leider nicht wieder, aber ist bestimmt stolz auf euch. Also, 100% gebe ich der Leidensbericht eines Opfers da recht und natürlich sehr, sehr schöne Worte. Aber
Der kleine Schmetterling, Leidensbericht, also der kleine Schmetterling, die liebe Celine lebt ja, wird weiterhin fliegen, wird weiterhin hoch hinaussteigen in jedem von uns, in dem, was wir machen, in den Aktionen, die wir tun, was das anbelangt. Also in jedem, der sich einsetzt, der die Message mit weiterträgt, trägt dazu bei, dass nie in Vergessenheit gelangt. Verstehst du? Und das ist das, was auch ein Teil davon ist. Und wir sind ein Teil davon. Und jeder, der hier im Stream ist, jeder, der Energie spendet, jeder, der Zeit spendet, jeder, der Mitgefühl spendet, jeder, der sich dafür einsetzt, jeder Einzelne vergisst nicht, für was, für wen und wieso wir es machen. Und das ist ein Teil von Gerechtigkeit, den wir leisten, den eigentlich das Gesetz machen müsste. Und das ist ein Teil, wo wir zeigen, stopp, so nicht, so geht es nicht weiter. Und dazu kommt noch, mit diesem Engagement, was wir alle zeigen, was wir alle machen, wird Celine nicht in Vergessenheit geraten, sondern im Gegenteil, wir werden sehr viel an sie denken und wir werden den Schmetterling sehr hoch fliegen lassen. Leidensbericht an den Schopfer schreibt das auf jeden Fall. Da gebe ich dir recht, Marc. Nadja P. schreibt, es ist so, es sich so an, als ob sie noch da wäre. Leidensbericht an das Opfer schreibt, sie wird auch immer bei uns sein. Ja, wie gesagt, an dieser Stelle, das ist jetzt ein bisschen abwegig, aber wir werden den Gedanken, wir werden Ziele, wir werden den Namen und so weiter und so fort, werden wir weiterhin tragen, wir werden ihn weiterhin in Ehren tragen und wir werden ihn weiterhin groß machen, was das anbelangt. Mit eurer Hilfe und mit der Hilfe, der hinter euch zum Beispiel auch noch steht und so weiter und so fort. Und so werden wir gemeinsam daran arbeiten, dass wir wachsen, größer werden. An dieser Stelle nochmal ganz kurz. Hier auf Facebook, Mobbing vereint, die offizielle Seite, da werden nämlich da Releases und so weiter und so fort, werden da nämlich gezeigt. Und da, wie gesagt, nicht vergessen, da werdet ihr alles erfahren, was wichtig ist bezüglich der Tour, bezüglich Artikel und so weiter und so fort. Also guckt da gerne mal vorbei. Teilt das, ladet alle eure Freunde ein, ladet eure Familie ein, ladet euren Hund ein. Solange er Facebook hat, ladet ihn ein. Teilen, teilen, teilen. Und das kostet ja nichts. Desto größer wir sind, desto eine größere Stimme haben wir, desto weiter und desto höher wird der Schmetterling fliegen können, weil wir sind die Reichweite. Wir alle zusammen sind die Reichweite und ich bin mir da sehr sicher, wir haben eine coole Community, wir haben einen sehr schönen Zusammenhalt, was das anbelangt und ich verlasse mich da voll auf euch, dass wir gemeinsam dem gerecht werden, hoffe ich auch. Also ich denke, wir werden es schaffen. Wir zusammen. Werden das schaffen. So. Morgen Abend um 18 Uhr kommt das Gewinnspiel online auf dieser Facebook-Seite Mobbing vereint. Also guckt da vorbei. Da kommt ein Gewinnspiel online. Also um euch auch irgendwas ein bisschen zurückzugeben für den geilen Support, hauen wir auch ein Gewinnspiel raus. Also schaut vorbei. Und also morgen
18 Uhr, seid am Start, morgen 18 Uhr, Mobbingverein Facebook, da werde ich ein Gewinnspiel raushauen, also schaut wirklich vorbei, es wird sich lohnen. So, viel geschnackt. Hat noch jemand eine Frage auf diesem Montagabend? Hat noch jemand eine Frage? Jetzt ganz schnell. Oder ist Montag? Es ist Montag. Gut, ich bin morgen normalerweise auch wieder online. Da werde ich, werden wir ein anderes Thema beschäftigen. Der Stream von Celine, den machen wir ein bisschen später. Aber wir machen ihn definitiv. Also bleibt auf jeden Fall mal gespannt. Lasst gerne mal ein Däumchen da. Liken, teilen, wenn ihr euch das Video gefallen hat. Falls nicht, schreibt mir, falls es euch gar nicht gefallen hat, schreibt mir einfach in die Kommentare, was ich vielleicht eures Erachtens besser machen könnte oder was ich machen könnte, um euch mehr entgegenzukommen. Oder was würdet ihr gerne zum Beispiel als Thema gerne sehen? Schreibt es mir mal gerne in die Kommentare und dann gucken wir das gemeinsam. Ansonsten, ich bedanke mich sehr herzlich, dass ihr sogar an einem Montag mit am Start wart. Ihr wart noch nicht so richtig in den Gängen. Ich auch noch nicht richtig, aber das wird ja in der kommenden, das ist ja nicht schlimm. Die Woche hat ja noch ein paar Tage. Also an dieser Stelle, morgen um 18 Uhr auf Facebook Mobbing vereint Gewinnspiel und morgen Abend bin ich wieder live. Also wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Start in die Woche und wir sehen uns demnächst wieder. Und bis dann.